180-Grad-Wende. Jetzt gerade eben hat Christian Lindner die gesamte Ampelkoalition gesprengt, indem er Neuwahlen vorgeschlagen hat. Und die ganzen News, die ich Ihnen in diesem Video sage, sind brandneu, sind gerade eben erst erschienen. Und zwar hat der Scholz als Reaktion darauf den Christian Lindner entlassen. Ihr habt richtig gehört, der Scholz, der Bundeskanzler, tut einfach mal so den Chef der FDP, eine der drei Ampelparteien, entlassen, ja. Es ist eine wirklich riesige Einmeldung, die die ganze Ampel zum Explodieren bringt, ja. Das war's jetzt endgültig, weil wir glauben noch nicht ernsthaft, dass jetzt, wo der Lindner draußen ist, wo der entlassen wurde, eine heftigere Demütigung gibt es fast gar nicht mehr, dass das Ganze jetzt ganz normal weitergeht, ja. Das heute, das gerade eben, ist das endgültige Ende der gesamten Ampelkoalition und damit sind Neuwahlen auch endgültig, ja. Der Spiegel hat dazu gerade eben schon geschrieben, ja, vor 5 Minuten, Scholz entlässt Lindner. Der Bruch der Ampel ist da. Bundeskanzler Scholz hat nach Spiegelinformationen Finanzminister Christian Lindner von der FDP entlassen, ja, jetzt gerade eben. Und was das für Folgen hat, die sind natürlich wirklich riesig. Denn wenn die FDP weg ist und mit Lindner sind sie weg, ja, heißt das im Klartext, es wird keine Mehrheit mehr geben. Die Ampel hat keine Mehrheit mehr, da es jetzt offiziell auch eine Minderheitsregierung dann ist. Grüne und SPD, mehr nicht. Und das ist das endgültige Ende, ja. Und das nur, weil der Lindner Neuwahlen gefordert hat, ja. Also das ist wirklich mal eine richtig krasse Einmeldung. Heute noch zu später Stunde, ja, die wirklich alles komplett verändert und den Politikverlauf komplett auf den Kopf stellt, ja. Warum das Ganze passiert ist, schauen wir uns mal direkt an. Das Ganze passiert auf den Lindner selbst, da dieser eben Neuwahlen vorgeschlagen, ja, hat, ja. Zu den Neuwahlen, ich zitiere weiter vom Spiegel, Lindner schlägt Neuwahlen vor, Scholz lehnt ab, die Gräben zwischen den Ampelpartnern sind tief. Beim Treffen der Koalitionsspitzen legt es Finanzminister Lindner nach Spiegelinformationen offenbar auf einen Bruch der Regierung an. Kanzler Scholz will davon nichts wissen. Und damit ist auch vor allem von Christian Lindner die Karriere jetzt endgültig beendet, da er nun auch kein Finanzminister mehr ist und auch keine Möglichkeiten mehr hat, da er eben ja, mit seiner FDP jetzt nur noch eine Möglichkeit hat. Und das ist diese Koalition zu verlassen, weil eine noch größere Demütigung als von einem Olaf Scholz von so jemandem zu entlassen zu werden, ja, ist die noch viel größere Demütigung, wenn man das einfach von sich machen lässt. Ja. Das war's und jetzt macht die FDP weiter. Nein, hier kommt der Stein ins Rollen und das war es jetzt für diese Ampelkoalition. Ich meine, die zerbricht doch eh schon, die Brösel, die ist schon zu 50% wie so ein alter Keks zusammengebröselt und jetzt war es das halt endgültig, ja, weil der Lindner ist ja eigentlich der einzig relevante Minister, ja, wen haben sie sonst auch? Ein Wissing als Verkehrsminister und ein Busch schon als Justizminister, ja, völlig irrelevante Ministerien, ja, relevant sind Wirtschaftsministerium, Kanzleramt vor allem, der Kanzler, wer das ist, und eben der Finanzminister. Und wenn den eben die FDP auch nicht mehr hat, dann ist es, ihr wisst, was ich meine, dann ist es umsonst, dann ist es für die Katz. Dann können sie die Koalition auch gleich verlassen. Was werden sie jetzt machen? Weil ich meine, wir wissen es doch alle, was hatten die FDP, ja? Wir haben uns die Umfrage in den letzten Videos immer wieder mal angeschaut. Die FDP hat teilweise 1%, teilweise maximal 2%. Und das nicht irgendwie in Mecklenburg-Vorpommern. Nein, in Bayern. Das sind sie letztes Jahr bei der Wahl auch nicht reingekommen. Die fliegen aus jedem Landtag. Die haben, seitdem sie in der Regierung sind, in jeder Wahl verloren und sind aus jedem Landtag rausgeflogen. Überall. Ja? Und das Ganze dramatisiert, explodiert jetzt so stark, wirklich, ich weiß nicht, was man sagen soll, es geht so hoch wie eine Bombe, dass jetzt sogar er entlassen wurde. Ja? Und das ist wirklich der Super-GAU für Christian Lindner auf der einen Seite, weil jetzt eben seine Karriere da beendet ist in der Ampel. Auf der anderen Seite natürlich auch eine große Chance, ja, weil jetzt kann er sich wieder als Oppositionspartei und so weiter hinstellen. Und jetzt kann er offen die Ampel komplett zerlegen, ohne Angst zu haben, die Koalition zu sprengen, weil jetzt spätestens ist er eh gesprengt, ja. Es ist die riesige Chance für Christian Lindner. Jetzt kann er es den allen zeigen. Und jetzt schauen wir auch mal, ob er sich wenigstens mal zu den alten Werten wiedererkennt. Aber was man auch mal ganz klar sagen muss, wenn er jetzt wieder die alte FDP-Politik macht, die auch wirklich zum Teil echt gut ist, muss man sagen, dann ist das einfach unglaubwürdig, weil er die Ampel bis gerade eben noch mitgetragen hat.